Seit September des vergangenen Jahres kann über die Börse Stuttgart Euwax Gold gehandelt werden. Es handelt sich dabei um eine Inhaberschuldverschreibung, die zu 100% physisch hinterlegt ist. Mittlerweile wird es endlich mal Zeit für eine erste Bestandsaufnahme und das möchte ich heute tun mit Jörg Gleichinger. Er ist mitverantwortlich für den Vertrieb von Euwax Gold und ich gebe die Frage direkt weiter nach dem ersten Fazit, nach den ersten Monaten Handel Euwax Gold. Wie kommt es denn an bei den Anlegern? Also wir haben eine sehr, sehr gute Resonanz von den Anlegern bekommen. Auch von Seiten der Presse wurde das Produkt wirklich sehr, sehr gut, hat es sehr gut abgeschnitten. Wenn man sich die Orderzahlen mal anschaut, wir haben gestartet im September letzten Jahres und da muss man schon sagen, sind wir alle happy mit der Entwicklung, die wir bisher gezeigt haben. Ja, die Entwicklung des Goldpreises konnte nicht immer mithalten. Es gab zuletzt einen starken Einbruch beim Goldpreis. Hat sich das auch bei Euwax Gold bemerkbar gemacht? Ja, das hat sich sehr, sehr stark bemerkbar gemacht. Wenn man einfach mal die zwei Tage Revue passieren lässt, es war zum einen der Freitag und der Montag in der darauffolgenden Woche, wo der Goldpreis insgesamt von mehr als 10% an Wert verloren hat. Und da haben wir in unseren Büchern gesehen, dass wir fast 95% aller eingegangenen Orders waren Käufe. Das heißt, der Anleger hat sich hier nochmal klar positioniert und die Kursrückgänge im Gold genutzt. Ja, Käufer ist das Stichwort. Mittlerweile beläuft sich der physisch hinterlegte Goldbestand auf über eine Tonne. Worauf würden Sie den Erfolg von Euwax Gold zurückführen? Es sind eigentlich zwei Komponenten, warum Euwax Gold so gut beim Anleger ankommt. Zum einen schätzen sie natürlich auch das physische Gold bei sich zu Hause. Zum anderen haben sie aber auch die Möglichkeit, einfach auf den Goldpreis mit einem klar strukturierten und transparenten Wertpapier zu spekulieren. Wir haben jetzt vor allem zurückgeblickt. Wir müssen jetzt aber auch mal einen kleinen Ausblick wagen. Welche Ziele haben Sie für Euwax Gold für das laufende Jahr? Oder beziehungsweise anders gefragt, haben Sie im Lager in Frankfurt, wo das physisch hinterlegte Gold liegt, überhaupt noch Platz für eine zweite Tonne? Also ein paar Gramm hätten wir noch übrig. Wir haben für dieses Jahr wirklich sehr, sehr ambitionierte Ziele und möchten aber langfristig auch eine wesentliche Rolle auf dem EDC-Markt spielen bei Produkten auf Gold. Und ich denke, da sind wir mit Euwax Gold sehr, sehr gut aufgestellt. Jörg Gleichinger von der Börse Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch.